Teil 2 unseres kleinen Anfängerguides für Zerg in Heart of the Swarm wollen wir uns jetzt ein kleines erstes Übungsspiel angucken, in dem wir also im Grunde erstmal nur rein mit der Maus versuchen wollen, die groben Produktionszyklen, die ein Zerg normalerweise beim Spielen durchlaufen will, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und dazu wollen wir auch im Grunde direkt ins Ingame gehen. Wow! Und dafür meine Notizen zu bringen. So, wir gehen jetzt im Grunde direkt zurück ins Spiel. Da oben ist noch mein kleiner VLC offen gewesen, aber den brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wir beginnen im Grunde mit einem völlig neuen Spiel und werden jetzt, wie gesagt, nur auf die grobe Produktion Rücksicht nehmen. Das heißt also hier zurückspielen. Unsere Worker schicken wir zu Beginn, wie gesagt, rein und den Zaun können wir auch aktivieren. Wir legen den einen Punkt, den wir hier normalerweise für die Arbeiter brauchen, den müssen wir gar nicht mehr drauflegen. Und das, worauf wir jetzt im Grunde spezifisch Wert legen wollen, ist nur noch hier oben diese Anzeigen. Das heißt, wir wollen immer zusehen, dass wir nach Möglichkeit immer dann produzieren, wenn wir produzieren können. Wir haben jetzt wieder 50 Mineralien, die brauchen wir für eine Drohne, also bauen wir die. Und dass wir uns hier oben nicht Supply blocken. Das heißt, wir sind jetzt hier im Augenblick schon bei 9 von 10. Wir werden jetzt also gleich das Problem kriegen, dass wir nicht mehr weiter bauen können. Das wollen wir verhindern. Deswegen werden wir jetzt bei den ersten 100 Mineralien versuchen, unseren ersten Overlord zu bauen. Ja, das ist das, was wir machen. Wir legen hier auch in der Zwischenzeit nochmal einen weiteren Punkt für Einheiten, die hier rauskommen. Denn dafür sind diese beiden Punkte hier gut. Und dann bauen wir im Grunde bei nächster Gelegenheit wieder hier eine Drohne. Und müssen jetzt einen Augenblick warten, bis also unser Overlord hier rausschlüpft. Denn wir können jetzt im Augenblick nicht weiter produzieren. Aber jetzt können wir und wir haben auch genügend Mineralien. Also kloppen wir die nächsten raus. Und jetzt, sobald wir die Möglichkeit haben, eine neue Larve umzuwandeln. Diese Larven schlüpfen hier in regelmäßigen Zeitabständen. Und sobald wir genügend Mineralien haben, bauen wir hier einfach einen weiteren Arbeiter. Und immer so weiter, bis wir jetzt im Grunde als nächstes die Möglichkeit haben, einen Brutschleimpool zu bauen. Der kostet 200, aber die haben wir im Augenblick noch nicht zusammen. Und wir müssen ja im Augenblick jetzt auch erstmal unsere Arbeiter bauen. Arbeiter gehen immer vor. Arbeiter sind die Basis unserer Ökonomie. Das heißt also, wann immer wir die Möglichkeit haben, Arbeiter zu bauen, wollen wir die bitte vermehrt bauen. Jetzt hatten wir allerdings einen Augenblick lang die Chance, einen Brutschleimpool zu setzen und wir konnten derzeit keine Arbeiter bauen, also haben wir das auch gemacht. Unser Supply sieht noch okay aus, wunderbar, wir können im Augenblick gerade nichts weiteres bauen, das macht aber gar nichts, da kommt jetzt was weiteres raus, also bauen wir das ebenfalls. Jetzt sind wir auf 16 von 18 Supply, wir haben also im Augenblick sogar noch ein bisschen Platz, wir könnten jetzt also gleich, sobald hier etwas weiter kommt, noch eine weitere Drohne bauen und dann können wir jetzt gleich unseren ersten Overlord rausbauen, weil wir nämlich kurz schon wieder davor sind, uns zu blockieren. Und das machen wir jetzt im Grunde auch gleich. Ja, da haben wir jetzt das entsprechende übrig. Jetzt können wir erstmal hier den Overlord bauen. Wunderbar. So sieht es im Augenblick doch schon mal ganz gut aus. Das also im Grunde erstmal die ersten Schritte. Wir werden, wie gesagt, jetzt gleich erstmal weitermachen. Aber das ist ja das, worauf wir eben gerade schon kurz eingegangen sind. Für Zerg ist es wahnsinnig wichtig, die entsprechende Produktionskapazität zu erhalten. Das heißt also, wir wollen nach Möglichkeit eine gute ökonomische Leistung für uns zur Verfügung stehen haben. Das erreichen wir, indem wir einerseits möglichst viele Arbeiter besitzen, die uns Ressourcen abbauen, denn Ressourcen sind Ökonomie. Und andererseits brauchen wir natürlich eine entsprechende Möglichkeit, diese Ressourcen auch auszugeben. Die einzigen Möglichkeiten, die wir als Zerg haben, Ressourcen auszugeben, sind Larven, denn die können wir in Einheiten oder Arbeiter oder Overlords umwandeln. Oder wir können natürlich eine Drohne nehmen und sie in ein Gebäude umwandeln, aber das geht halt nicht unbegrenzt. Also ich meine, irgendwann haben wir ja dann alle Gebäude, die wir irgendwie brauchen und das war's. Das heißt also, im Grunde sind die wichtigen Dinge für uns erst einmal Arbeiter, damit wir die entsprechenden Ressourcen möglichst schnell reinkriegen, die wir dann auch ausgeben wollen. Und das nächstgrößere Prinzip sind Larven. Wir müssen also irgendwie zusehen, dass wir mehr Larven bekommen. Um mehr Larven zu bekommen, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir bauen ein weiteres Hauptgebäude. Und dieses Hauptgebäude wird dann ebenfalls weitere Larven produzieren. Und wenn wir dann immer noch mehr Ressourcen haben, als wir ausgeben können, dann könnten wir noch ein weiteres Hauptgebäude bauen und so weiter. Sodass wir dann im Grunde immer mehr Larven bekommen und diese Larven dann mit den eingeholten Ressourcen umwandeln können. Die andere Möglichkeit, die wir als Zerg haben, ist das Bauen einer Königin aus dem Hauptgebäude heraus. Denn diese Königin verfügt über eine Fähigkeit, die nennt sich Larveninjektion oder Injizierung, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Und diese Fertigkeit ermöglicht es uns, in regelmäßigen Abständen
dieses Hauptgebäude noch mehr Larven produzieren zu lassen, die wir dann umbauen können. Und wenn wir das erstmal ordentlich in den Griff kriegen, stehen uns relativ schnell relativ viele Larven zur Verfügung, die wir dann auch umwandeln müssen, um unsere Ressourcen dann auch tatsächlich endgültig loszuwerden. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und das wollen wir uns jetzt dementsprechend auch mal etwas genauer angucken. Warum brauchen wir diese Ökonomie? Die brauchen wir deswegen, weil unsere Einheiten im 1:1-Vergleich mit den anderen Einheiten der anderen Rassen unterlegen sind und wir dementsprechend immer eine gewisse Masse an Einheiten produzieren müssen. Und diese Masse können wir nur produzieren, wenn wir einerseits viele Ressourcen haben und wenn wir diese Ressourcen auch mit Hilfe von Larven in Einheiten umwandeln können. Sonst sind sie nutzlos. Wir brauchen also Ressourcen und Larven. Und damit wir auch produzieren können, brauchen wir Overlords. Denn ohne Overlords haben wir keine Möglichkeit zu produzieren. Denn dann haben wir vielleicht die Ressourcen und die Larven. Wir können aber nicht bauen, weil unser Supply voll ist. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend gehen wir also jetzt auch nochmal zurück ins Spiel. So, und gucken uns das Ganze jetzt an. Wie gesagt, jetzt haben wir nämlich hier den Brutschleimpool fertig. Mit dem Brutschleimpool wird es uns einerseits natürlich möglich, weitere Zerglinge zu bauen. Es wird uns aber auch möglich, jetzt so eine Queen hier zu erschaffen, eine Königin. Allerdings erst, sobald dieser Overlord hier fertig wird. So, dann können wir auch gerade nochmal einen weiteren Overlord in Produktion geben. Und wir können auch erst nochmal eine weitere Menge an Drohnen produzieren. Wie man hier oberhalb der Anzeige sehen kann, arbeiten im Grunde maximal 24 Drohnen tatsächlich effizient an diesen Mineralien. Es gibt da, wie gesagt, eine riesige Diskussion. Im Normalfall sagt man, dass tatsächlich 16 Arbeiter besser sind, 2 pro Mineralienpatch. Ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mineralienpatches. Das heißt, normalerweise will man 2 pro Patch haben. Das wären insgesamt 16. Aber wie man sieht, sind hier einige Mineralienpatches ein bisschen weiter weg. Außerdem kommt auch noch hinzu, dass ja einige dieser Arbeiter zum Beispiel dann noch umgewandelt werden in Gebäude und dann verschwinden die wieder. Deswegen ist es nicht weiter schlimm, wenn man auch ein paar mehr hat als die angeblich optimalen 16. Und gerade zu Beginn, wo man ohnehin Probleme mit der Produktion hat, ist das keine weitere Sache. Jetzt haben wir hier unsere Königin, die gerade herausgeschlüpft ist. Und die hat jetzt hier unten, wie gesagt, diese tolle Fertigkeit des Larven-Injects oder der Larven erschaffen. Das wählen wir hier einfach aus und setzen das da drauf. Und jetzt dauert es ein paar Sekunden, wir können das hier sehen, 40 Sekunden ganz genau, bis tatsächlich dieser Larven-Inject hier fertig wird und dann 4 weitere Larven zusätzlich zu den 3, die wir hier unten bereits sowieso haben, dann herausschlüpfen. Wir können jetzt mal die ersten paar Zerglinge produzieren, denn wir haben jetzt ohnehin im Augenblick massenhaft Overmins und wir werden auch gleich sehen, was wir jetzt im Grunde erstmal damit machen. Und dann werden wir vielleicht so ein Spiel noch einmal beginnen, um nochmal kurz zu zeigen, wie diese Schritte eigentlich funktionieren sollen. So, es ist der erste Larven-Inject fertig. Wie wir jetzt sehen, haben wir jetzt plötzlich mehr Larven zur Verfügung. Wir können jetzt auch einen weiteren Larven-Inject machen. Wir können die Königin mal hier herumschicken. Wir können jetzt einen weiteren Larven-Inject machen. Und dann gehen jetzt dementsprechend die nächsten Larven heraus. Die Königin sammelt hier unten Energie an, die sie braucht, um diese Larven zu erschaffen. 25 Energie, wie man hier oben sieht. Und normalerweise, wenn man das tatsächlich optimal macht, dann hat die Königin tatsächlich immer exakt genügend Energie übrig, einen Larven-Inject zu machen, sobald der alte Larven-Inject fertig ist. Wenn man das nicht genau macht, bleibt hier Energie übrig und man hat es im Grunde ein bisschen verbaselt. Das haben wir, weil am Anfang die Königin eine Zeit lang herumstand. Und jetzt können wir den nächsten draufsetzen. Und wie wir sehen, haben wir jetzt eben immer kontinuierlich schöne 5 Larven, sofern wir die natürlich auch immer weiter verbraten. Und jetzt müssen wir gleich wieder auf unseren Supply aufpassen. Da sind wir jetzt sogar ein bisschen langsam hinterher. Denn, das ist im Grunde jetzt schon eine der nächsten Regeln, die wir haben, immer wenn wir normalerweise einen Inject setzen auf eine der Hatches, auf eine unserer Hauptgebäude, auf unsere Brutstätten, dann wollen wir auch im Anschluss einen Overlord bauen. Denn den werden wir brauchen, sobald dann die nächsten Larven herauskommen. Denn jetzt haben wir genau dieses Problem. Wir können wieder Larven injizieren. Wir können jetzt aber diese Larven nicht verwenden. Wir haben zwar massenhaft Kohle, aber wir haben nur noch ein Supply übrig. Das heißt, ich kann jetzt einen Zergling umwandeln und jetzt ist wieder Schluss. Und das wollen wir natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Wir wollen ja eine dauerhafte Produktion haben. Denn jetzt fehlen uns ja im Grunde Einheiten. Wir könnten jetzt noch mehr Einheiten produzieren, aber es ist nicht möglich, weil wir es ein bisschen verbockt haben. Und deswegen ist es so wichtig, im Grunde nach jedem Inject erst einmal einen Overlord zu bauen, damit wir diesen Supply hier nicht blockieren. So, jetzt haben wir also gerade injiziert. Wir wählen aus, wir bauen den Overlord und dann bauen wir den Rest Zerglinge. Und warten jetzt im Grunde erstmal ab. Da kommt der Overlord, das ist noch einer von vorhin. So, da kommen die nächsten Zerglinge. Wir können zwischenzeitlich auch nochmal Zerglinge bauen, wenn da Larven herauskommen, die sowieso von der Hatch produziert werden.
Da kommt jetzt der Overlord, den wir direkt nach dem Inject in Auftrag gegeben haben. Und wir sehen, er wird genau fertig, bevor die Brutstätte hier schlüpfen lässt. Wir injizieren. Wir bauen einen Overlord. Wir bauen aus dem Rest Zerglinge. Und dann haben wir niemals Probleme mit dem Supply. Weil, wie gesagt, dieser eine Overlord hier gleich fertig werden wird in dem Augenblick oder kurz vor dem Augenblick, bevor dann dieser Inject hier fertig ist und wir dann die neuen Larven zur Verfügung stehen haben. Und so bauen wir im Grunde einfach unsere Sachen auf. Erhöht sich. So, haben jetzt hier noch die Möglichkeit, noch ein paar weitere kleine Zerglinge zu bauen. Wie gesagt, aus den Larven, die hier ohnehin immer rauskommen. Jetzt ist der Larven-Inject fertig. Wir haben neue Larven zur Verfügung. Wir wählen aus, wir bauen den Overlord und wir bauen Zerglinge. Wie man sieht, trotz allem gehen unsere Mineralien immer noch massiv nach oben. Da hinten werden wir ein bisschen vom Gegner angegriffen, aber das sind so wenige Einheiten, die müssen uns nicht kümmern. Deswegen lassen wir unsere Zerglinge einfach da vorne mal schön in Ruhe und produzieren hier im Grunde nur weiter unsere kleinen Einheiten. Wie wir sehen, steigen trotzdem nach wie vor unsere Ressourcen massiv nach oben, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, hier genügend Mineralien auszugeben mit dem, was wir hier im Augenblick machen wollen. Ja, das reicht einfach nicht. Wir kriegen zwar jetzt ein bisschen mehr Larven zusammen, aber wir holen immer noch mehr Geld rein, mehr Ressourcen, mehr Mineralien rein, als wir überhaupt in der Lage sind, hier auszugeben. Ja, selbst wenn ich eben, wie gesagt, so viel ausgebe, wie ich kann. Deswegen bauen wir jetzt einfach nochmal eine zweite Hatchery, und zwar hier drüben. So, und weil wir jetzt einen Worker weggebaut haben, bauen wir jetzt hier einfach gerade nochmal einen nach. So, jetzt haben wir plötzlich zwei Hatcheries. Wir können auch diese Hatchery hier einen Sammelpunkt auf die Mineralien geben und einen Sammelpunkt hier vorne, damit die Einheiten sich da sammeln. Ups, inzwischen können wir auch wieder hier injizieren. Also machen wir das mal. Und was haben wir gesagt? Nach jedem Injizieren ein Overlord und der Rest Einheiten. So, jetzt warten wir im Grunde, bis da drüben die Hatchery fertig ist. Wir könnten jetzt auch noch locker eine dritte setzen. Das wäre überhaupt kein Problem. Aber ich denke, mit zweien sind wir erstmal ganz ordentlich dabei und wollen uns jetzt auch erstmal nur angucken, wie das jetzt hier weiter funktioniert. Wir werden es, wie gesagt, gleich nochmal zu Beginn starten. Dann wollen wir es versuchen, etwas flüssiger abzuwickeln. So, da kommt wieder unser Overlord. Hier sind wieder unsere restlichen Einheiten. So, da ist unser Inject fertig. Wir erschaffen die Larven. Wir bauen einen Overlord. Und wir bauen den Rest Zerglinge. Und sobald das hier drüben fertig ist, wir können auch mal in der Zwischenzeit schon eine weitere Königin bauen. Denn die werden wir dann da drüben eh brauchen. Damit die auch da drüben injizieren kann. Die wird jetzt etwas länger brauchen als tatsächlich dieses Gebäude. Haben wir ein bisschen verbaselt, macht aber nichts. So, wir können in der Zwischenzeit einfach, weil wir halt genügend Zeit übrig haben, auch mal diese kleinen frischen Larven hier machen. So, da kommen jetzt auch schon die ersten Larven heraus. Wunderbar, jetzt haben wir also sogar schon zwei Gebäude. Da ist der Larven-Inject fertig, also injizieren wir. Wir bauen einen Overlord und wir bauen Zerglinge. Und weil wir da drüben jetzt auch ein bisschen Platz haben, bauen wir da auch Zerglinge. So, wir haben jetzt hier eine weitere Königin, die schicken wir dementsprechend mal hier rüber. Wir injizieren jetzt noch nicht, weil es das ein bisschen durcheinander bringt mit den Injizierungszyklen. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ab, bis dieser Zyklus hier fertig wird. Und dann injizieren wir einfach mit beiden. So, da ist das Injizieren fertig. Also injizieren wir einmal hier, injizieren wir einmal hier. Und weil wir jetzt natürlich zweimal injiziert haben, machen wir jetzt nicht mehr nur einen Overlord, sondern zwei. Und wandeln den Rest in Zerglinge um. Und hier drüben ganz genauso. Und das Spielchen treiben wir jetzt im Grunde nur noch so lange, bis wir bei 200 sind. So, das wollen wir uns, wie gesagt, jetzt gleich nochmal ein bisschen präziser ansehen, indem wir einfach nochmal ein neues Spiel aufmachen. So, wir möchten erstmal zurück. Wir möchten wieder auf Dämmerung. Wir erstellen ein Spiel. Und wir geben eine KI dazu, die sehr leichte KI. Das Ganze sollte im Spieltempo schneller stattfinden, denn das ist das übliche Ladder-Spieltempo. Und dann gehen wir aufs Spiel starten. Und jetzt machen wir wieder genau dasselbe. Wir bauen also, wir haben eine Hatchery. Wir produzieren erst einmal Arbeiter, bis wir auf 18 Arbeitern sind. Wir bauen zwischendrin, sobald wir können, unseren Brutschleimpool. Jo, da geht es erstmal los. Hier haben wir unseren Point. Da haben wir unseren Punkt für die Einheiten. Wunderbar. Und jetzt warten wir nur noch darauf, dass wir hier immer unsere 50 voll kriegen und produzieren erstmal Drohnen, bis wir hier bei 9 Supply ankommen und dann einen Overlord bauen, damit wir uns nicht mit dem Supply blocken. So, jetzt müssen wir dementsprechend auf 100 warten, denn ein Overlord kostet 100. Also warten wir, bis wir die 100 haben.
Und zack, bauen wir unseren Overlord. So, den können wir auch schon mal im Ei markieren und hier rauswählen. In der Zwischenzeit warten wir, bis wir die nächsten 50 voll haben. Und zack, bauen wir eine neue Drohne. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis der erste Overlord schlüpft. Wir haben zwar genügend Kohle und wir haben auch Larven, aber wir haben leider nicht genügend Supply. Aber der wird jetzt frei. Und deswegen bauen wir jetzt erst die nächsten zwei Larven. Und jetzt haben wir die nächste Larve und jetzt haben wir auch das nächste Geld. Und zack, bauen wir das hin. Das ist im Grunde erstmal unser wichtigster Blick. Ja, wir wollen unsere Larven im Auge behalten. Und wir wollen hier oben unseren Supply und unsere Ressourcen im Auge behalten. Und jetzt bauen wir, wie gesagt, so schnell wie möglich einfach unsere Arbeiter. Bis wir, wie gesagt, hier auf 18 sind. Beziehungsweise vorher bauen wir jetzt noch so bald wie möglich einen Brutschleimpool. Den können wir jetzt gleich bauen, denn gleich haben wir keine Möglichkeit, etwas hier voll zu kriegen. So, deswegen wandeln wir jetzt das hier mal in den Brutschleimpool um. So, jetzt können wir aber erstmal wieder eine weitere Drohne bauen. Und weil wir vorhin so ein paar Probleme hatten, ja, mit unserem Overlord, weil das nicht so ganz hin funktionierte, wie wir wollten, bauen wir dieses Mal den Overlord, wenn wir hier bei 16 sind. Also bauen wir noch einen Arbeiter. Und dann bauen wir jetzt die nächste Larve in den Overlord um. Wir sehen schon, wie hier ganz schön gesammelt. Ja, wir können das im Augenblick gar nicht verhindern, weil wir können ja nichts ausgeben. Es sind ja einfach keine Larven da. Was sollen wir machen? Jetzt haben wir aber unseren Overlord erstmal weg. So, jetzt können wir erstmal wieder weiter Worker bauen. So, da ist noch ein Arbeiter. Zack, weg haben wir ihn. Hier wird jetzt gleich unser Brutschleimpool fertig. Optimal. Wenn der Brutschleimpool fertig wird, können wir dann noch unsere erste Königin in Auftrag geben, damit wir hier mehr Larven kriegen. So, da haben wir es auch schon. Wir können hier noch einen Arbeiter bauen. So, jetzt können wir hier eine Königin in Auftrag geben. Wunderbar. Ja, und trotzdem sehen wir jetzt, wie halt eben im Augenblick unsere Kohle massiv nach oben geht. Und was wir deswegen machen, ist, wir bauen jetzt auch schon mal eine weitere Brutstätte, damit wir nicht so schnell hier auf unseren Ressourcen rocken bleiben. Und in der Zwischenzeit bauen wir einfach weiter Arbeiter und achten auf Overlords. Ja, aber sehr viel mehr können wir nicht machen. Wir können hier schon mal den einen Punkt zu den Mineralien setzen und hier mal den anderen. So, wir können hier in der Zwischenzeit ruhig mal weiterbauen. Ja, passiert halt nichts. Im Augenblick kriegen wir unsere Mineralien immer noch nicht so richtig los. Ja, ist ganz schön ätzend, aber was sollen wir machen? So, jetzt haben wir inzwischen auch schon hier sogar mehr Arbeiter an den Mineralien, als wir eigentlich haben wollten. Haben wir nicht aufgepasst, macht aber nichts. So, hier ist unsere Königin. Die lassen wir mal kurz hier rüberlaufen, damit sie nicht im Weg steht. Und dann setzen wir hier den Inject drauf. Und dann bauen wir gerade die nächste Königin, weil wir brauchen ja da drüben gleich ein bisschen was. Und was sehen wir? Unsere Ressourcen gehen jetzt hier ein bisschen ran. Wir haben ja auch gesagt, nach jedem Inject bauen wir einen Overlord und wir bauen jetzt einfach nochmal gerade einen zweiten, weil wir hier gerade so knapp sind und weil wir die Kohle sowieso übrig haben. So, Arbeiter brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr auf dieser einen Basis, ist jetzt erstmal nicht weiter nötig, sondern wir können jetzt erstmal nur Einheiten bauen. Also fangen wir mal an und bauen unsere ersten zwei Einheiten. So, da kommt es jetzt. So, Larven sind fertig, Inject wird gesetzt, wir bauen einen Overlord und der Rest wird zu Einheiten gemorpht. So, da ist jetzt unsere zweite Queen fertig, die lassen wir schon mal darüber laufen. Wir haben ja gesagt, wir setzen den Inject aber erst, wenn hier wieder auch der Inject gesetzt wird, denn ansonsten kommen wir ein bisschen mit den Injects durcheinander und das wollen wir vermeiden. So, wir können aber ansonsten mal gerne hier alle mal anklicken, wenn wir wollen, müssen wir nicht unbedingt. Ja, man kann auch einfach immer warten, bis die Injects entsprechend fertig sind und dann erst die beiden Hatcheries auswählen, überhaupt kein Ding. So, der Inject wird hier fertig, wir injizieren hier drüben. Weil wir jetzt zweimal injiziert haben, machen wir zwei Overlords und der Rest wird Zerklinge und hier drüben auch. Und wie wir sehen, wir kriegen jetzt unsere Mineralien schon ein bisschen besser weg, aber trotzdem bleiben die immer hier so kontinuierlich um die 500 und steigen und steigen und steigen. Wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal, bis unsere Injects fertig sind. Können ein bisschen hin und her klicken. Da werden die Overlords auf jeden Fall schon mal fertig für die nächste Runde, die wir gleich bauen wollen. Diese Queen steht ein bisschen im Weg. AVG hat mich vor Bedrohung geschützt, das ist wunderbar. So, die Sachen sind fertig. Wir injizieren. Zweimal injiziert heißt zwei Overlords. Und der Rest wird Linge. Und warten. Ein Wartespiel. StarCraft ist ein Wartespiel. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch, denn das sind ja wie gesagt nur die Basen, die wir machen. Und das ganze Spielchen treiben wir jetzt im Grunde eigentlich erstmal, bis wir maximiert sind, also bis wir hier tatsächlich ein 200er Supply erreichen. Wir könnten jetzt, wie gesagt, auch zwischendrin gerne noch eine dritte Hatchery bauen, wenn wir glauben, dass wir das hinkriegen. Zack. Und dann haben wir ja gesagt, zwei Injects, zwei Overlords und der Rest wird Zerklinge. Ja, und jetzt sehen wir schon, wie wir langsam doch mal unsere Mineralien ein bisschen besser wegkriegen. Es wird jetzt doch schon ein bisschen einfacher, weil wir jetzt doch eine ganze Menge Larven produzieren in der Zwischenzeit. Und damit kriegen wir dann unser angespartes Geld tatsächlich los. Das ist typisch für Zerg, dass man also so ein
ein paar Mengen an Mineralien manchmal so über hat und die dann aber plötzlich auf einen Schlag rausgeschossen werden, sobald dann eben hier diese Larvenzyklen fertig sind und man die Möglichkeit hat, Larven injizieren, Overlords bauen, Einheiten bauen. Und zwischendrin würde man normalerweise noch ein paar Drohnen bauen, wenn man die denn jetzt noch bauen müsste. Ja, in der Zwischenzeit sind wir schon bei einer recht ansehnlichen Menge an Zerglingen angekommen. Und jetzt haben wir irgendeinen kleinen Tonfehler im Spiel, wenn ich das richtig sehe. Ne, klappt wieder. So, Larven bleiben injiziert. Wir sehen, wir halten jetzt unsere Mineralien doch sogar relativ gut niedrig. So, da wird jetzt auch gleich das nächste fertig. Larven injizieren. Larven injizieren. Zweimal injiziert, zwei Overlords und der Rest Zerglinge. Und jetzt sind wir tatsächlich sogar an den Punkt angekommen, wo wir nicht mehr genügend Mineralien übrig haben, um tatsächlich so zu produzieren, wie wir wollen. Ja, jetzt können wir tatsächlich mit Hilfe dieses einen Mineralienblocks hier nicht mehr genügend Ressourcen raushauen oder nicht mehr genügend Ressourcen einsammeln in der Zeit, sodass wir dann auch tatsächlich alles umwandeln können. Ja, da vorne werden wir irgendwo angegriffen, das können wir ignorieren, denn wir haben mehr als genügend Zerglinge, um die einfache AI zu besiegen. Zwei Overlords wegen zwei Injektionen und der Rest wird schön umgebaut in Zerglinge und umgebaut in Zerglinge. Aber jetzt können wir nicht mehr, jetzt wären wir im Grunde an einem Punkt, wo dieser Mineralienblock uns nicht mehr reicht, wo wir also im Grunde schon mal ein weiteres Mineralienfeld hätten erschließen müssen, damit wir das tatsächlich auch hinbekommen. Das wollen wir heute aber noch nicht machen, sondern wir wollen im Grunde als nächstes innerhalb unseres Spiels, wir halten das jetzt hier mal an, wir wollen als nächstes innerhalb unseres kleinen Guides, den wir hier machen, jetzt erst einmal lernen, wie wir diese Schritte, die wir jetzt nur versucht haben, mit der Maus abzuwickeln, etwas besser abwickeln können, etwas flotter und flüssiger, indem wir einige wenige Hotkeys benutzen. Und das machen wir wieder nach einer kleinen Pause. Bis gleich.